Stimmt das wirklich? Lass es uns herausfinden! Wie geht's, Mario? Und hast du ein paar Münzen übrig? Für 1000 Münzen könnten wir nämlich noch etwas Feines bauen. Wie wär's? Ich habe doch erst im letzten Part mit ihr gesprochen. Warum ist sie nicht gleich damit rausgerückt? Naja. Jedenfalls danke für den Hinweis in den Kommentaren. Finde ich aber ganz gut, dass es noch was gibt, womit wir mit unseren Münzen etwas bewirken können. Ich zahle die 1000 Coins. Hier. Alles klar, dann leg ich mal los. Ja, da ist ja noch genügend Platz, um was zu bauen. Tada, und fertig. Sieh nur, wie formschön, wie ausdrucksstark. Ich sehe, du bist vor Begeisterung sprachlos. Ich habe noch viele weitere Ideen. Wenn du die nötigen Münzen vorbeibringst, steht der Umsetzung nichts im Wege. Aber Toadette, ich, naja. Schönes Leveldesign ist anders, ne? Die grüne Röhre ist ja okay, aber die hier hängt in der Luft genauso wie die da. Bist du etwa doch nicht so eine talentierte Bauleiterin, wie du glaubst? Sicherlich nur ein Versehen, ich meine. Das kann ja mal passieren. Ich mache ja auch hin und wieder mal schlechte Videos. Nur sehr selten natürlich. Jetzt spielen wir erstmal ein Level. Und zwar 72. Schuhe versus Wolken. Vom Himmelsverwalter. Dieser Level sollte alle zum Schwitzen bringen. Leider fehlt mir die Zeit, ihn auszuprobieren. Aber dafür gibt es ja eine Lösung. Outsourcing heißt das Zauberwort. Also, wer möchte für mich den Goombas ihre Schuhe klauen und über die Mampfer ins Ziel laufen? Ich plane übrigens, alle möglichen Toadette-Aufgaben heute in den Part unterzubringen. Ich weiß aber nicht so recht, wie viele Münzen man dafür benötigt. Kann natürlich sein, dass mein Kontostand nicht ausreicht, aber wir werden uns auf jeden Fall jetzt priorisiert um Toadettes auf, ja, wie soll ich es nennen? Kreative Auslebungen zu konzentrieren. Ja, wir konzentrieren uns einfach mal darauf. So, und da es um Geld geht, versuchen wir hier den Zehner zu holen. Ich glaube, das machen wir am besten, wenn ich aus dem Schuh rausspringe, weil man ja so ekelhaft mit dem jumpt, ohne es zu wollen. Da bieten wir, unnötig viel Angriffsfläche. Das muss ja nicht sein. Ach ja, je. Das ist schon ganz schön nervig mit den ganzen Manschern, Alter. Aber auch hier kommen wir sicherlich durch. Und das mit einem wunderbaren Wollschuh unter den Füßen. Ah ja, genau. Die Twomps können ja diese Wolkenblöcke zerstören. Stimmt. Und dadurch kommen wir jetzt ganz nach unten. Let's go. Ups. So, jetzt. Bisschen so viel Schwung gehabt. Ein Checkpoint, wirklich? Oh. Hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber wir wissen dann noch nicht, was passiert. Kann ich immer... Ah, doch. Ich kann die Feuerblume verwenden. Ging das früher auch schon? Oh, da ist wieder ein teurerer Schuh. Nike Air. Ja, toll! Und du, kleiner Idiot, machst den jetzt kaputt, oder was? Ach, komm, ey. Das ist doch komplett unfair. Ist hier was? Ich glaube, hier gibt's einen Bonus. Jo. 30 Münzen! Yippie! Aber den teureren Schuh, den kriegen wir jetzt nicht mehr. Der ist weg. Na gut. Dann muss ich halt wieder in Omas Wollsocken schlüpfen. Vielleicht eh besser als die Nike Air. Boah. Bam, bam, bam. Ja,
Gut. Ich glaube, wir hätten da sowieso nur dieses eine Leben bekommen können und das war's. Der Level war jetzt ein bisschen zu Standard. Hat mich jetzt nicht umgehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da haben wir schon coolere Level mit den Schuhen gesehen. Naja. Aber wir haben es nur fürs Geld gemacht. Dass wir jetzt Bauleiterin Toilette übergeben. Hallo Mario, hast du ein paar Münzen? Hier, weitere 1000 Münzen. Zaubere etwas für uns. Alles klar. Ja, das ist ganz okay. Tada! Ist dir klar, wie schnell ich arbeite? Ein durchschnittlicher Toad würde dafür etwa doppelt so lang brauchen. Ich habe noch viele weitere Ideen, brauche aber Geld. Mal wieder sehr arrogant, aber gut. Das sieht ja tatsächlich ganz in Ordnung aus. Vielleicht war das mit den Röhren wirklich einfach nur ein Versehen. Oder sie macht da noch was Kreatives draus und das Bild ergibt erst später Sinn. Ich weiß nicht. Holen wir noch mehr Münzen ran. Level 73. Schloss der Hotheads. Vom todesmutigen Forscher. Vor langer Zeit erkundete ich eine unerträglich heiße Festung, in der es Hotheads von der Decke regnete. Kannst du wie ich damals einen Käferpanzer auf den Kopf setzen und lebend entkommen? Hoffe ich doch mal, sonst ist es das gewesen mit zukünftigen Mario-Abenteuern. Versuchen wir lebend zu entkommen. Let's go, Leute. Oh, Scrolling sogar. Das ist natürlich gefährlich, ne? Münzen! Es regnet Münzen! Yippie! Wie krass! Wie in diesem einen Märchen. Ich habe leider den Namen vergessen, aber da regnet es auch Goldtaler. Da geht es doch um dieses arme Mädchen, oder was war das? Ich glaube, ein armes Mädchen, das selber halt wirklich gar nichts hatte, aber immer anderen geholfen hat und so. Und dann war sie halber am Verrecken und dann regnete es quasi, weil sie so gut war, Goldmünzen. Und anschließend war sie rich AF. Keine Ahnung, ob ich das jetzt originalgetreu wiedergegeben habe, aber das ist das, was ich noch in meinem Kopf habe. Wie hieß denn das? Ich glaube, das ist gar nicht so bekannt. Oh, da ist ein Helm. Na, endlich. Ich dachte schon. Jetzt kann ja eigentlich nichts mehr passieren, oder? Bam, bam, bam. Wir können sogar eine Highscore-Jagd jetzt aufstellen. Zack. Oh. Wow, 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 wow. Die sind ein bisschen zu big gewesen. Aber, wenn wir richtig stehen, dann können wir auch die bezwingen. Lakitu, was willst du denn jetzt? Schmeißt der Hotheads? Ja, moin. Maxi Hotheads. Alter, das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. Krieg direkt Bock, sowas in mein eigenes Level auch noch zu integrieren. Ja, und wenn sie in der Lava landen, dann kommen sie sogar wieder von unten hochgeschossen. Habe ich jetzt ernsthaft auf den letzten Meter meinen Helm verloren? Das hat keiner gesehen. Ich blende mich einfach mit dem Level vorher aus, dann sieht's keiner. Naja, egal. Ja! Hallo, ich brauche neue Münzen. Ja, hier. Dankeschön. Und für weitere 1000 Münzen zaubert sie uns Folgendes. Naja, also... Vorher fand ich es ehrlich gesagt besser, jetzt ist es fast schon Spam. Tada! Diese strahlende Schönheit, ein Sinnbild meines Genies, das die Welt zum Erstrahlen bringt. Ich habe noch viel mehr Ideen, aber ich brauche Geld. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese 3000 Münzen jetzt wirklich gut angelegt waren. Aber ich habe Vertrauen in Toadettes Fähigkeiten. Ja. Ich sollte sie unterstützen. Also spielen wir weiter. Level 74. Blooper Feuerwerk. Von der Sternguckerin. Ich habe 10 Blooper auf einen Planeten mit geringer Schwerkraft gebracht. Kannst du alle von ihnen besiegen und dann ins Ziel schweben?
hat mir gedrückt, um einen Supersprung von ihren Köpfen aus zu vollführen. Ist das Level so hart, wie ich es mir vorstelle? Weil was ich gerade denke ist, wir müssen wirklich von Blooper zu Blooper springen und wenn ich daneben springe, dann verrecke ich. Okay, es scheint auch mehr oder weniger so zu sein, aber wir kriegen sogar eine Feder, die ich gerade im letzten Moment noch geschnappt habe. Boah, das sind sie alle. Nummer 1, 2, 3, 4. Komplett lost. Komplett lost. Klar, die Blooper bewegen sich ruckartig hin und her. Und das kann Probleme machen, aber man muss hier nicht failen! Mario! Komm, du magst doch Meeresfrüchte. Heute gibt's Grillteller. Mit ganz viel Tintenfisch. Yeah. Siehste, ist doch kein Problem. Ja, klar. Und jetzt spazieren wir auf den Stacheln raus. Ist klar, ne? Das ist so ähnlich wie dieses eine Wolkenlevel, wo ich mal gesagt habe. Einfach zu einfach, um ohne Fail rauszugehen. Hört sich seltsam an, ist aber so. Hey. Hallo! Hast du wieder Geld für mich? Ja. Oh, wunderbar! 4000 Münzen haben wir schon gezahlt. Komm, beeindrucke mich. Hier, sieh mal! Toadette, das ist einfach... Ja, schön, oder? Ich nenne dieses Werk Intelliganz. Das ist jene Verbindung von Eleganz und Intelligenz, die mir nur allzu vertraut ist. Ich habe noch viele weitere Ideen, aber ich brauche mehr Münzen. Also, Toadette, das... Ja! Ich habe das Gefühl, ich verschwende mein Geld. Hoffe, die nächste YouTube-Überweisung kommt bald. In der Zwischenzeit spielen wir Level 75. Guter Lakitu, böser Lakitu. Die sind doch alle böse. Diese Wüste wird von Lakitus beschützt. Doch was ist das? Manche von ihnen wollen den Besuchern helfen, anstatt sie anzugreifen? Pah, ungehorsam. Verrat, Sabotage. Wollen mir manche echt helfen? Wow. Aber man muss auch sagen, Lakitu sieht ja grundsätzlich gar nicht mal so böse aus. Vor allem nicht in den neueren Spielen. Und das ist tatsächlich richtig lieb von ihm, was er da gerade macht. Ein Powerblock nach dem anderen, sodass ich die Stachis loswerden kann. Pickelkäfer. Es sind Pickelkäfer. Boah, ein Riesen-Oschi. Aber noch kam kein böser Lakitu irgendwie. Nur gutartige. Ah, ich hätte nichts sagen sollen. Ja, genau da darf er eben nicht durchfallen. Sonst gelangt er in meinen Bereich. Wie wär's mal mit einem neuen Powerblock? Hallo? Oh, das ist natürlich hervorragend. Sogar direkt in meinen Bereich runtergeschmissen, sodass ich den Powerblock nicht verfehlen kann. Übelst sozial. Und jetzt kriegen wir noch einen Stern! Wir können den Bösen umbringen, aber nicht den Guten, oder? Ist der Gute oben? Bist du gut? Ja, ich bringe einfach vorsichtshalber um. Nur um sicher zu gehen. Und jetzt wird hier noch der Zehner gegönnt. Oh, da ist noch einer! Hilfe! Was macht denn ihr Hammerbrüder hier? Ich dachte, es geht um Lakitu. Der ist ja jetzt komplett weg. Der Gute zumindest, weil ich glaube, der da oben, der schmeißt die Bonbons. Ja, genau. So ist es! Eigentlich könnte ich auch zu ihm raufgehen, aber wir bleiben unten und kassieren die 30 Münzen, aber haben jetzt ein Problem, wir kommen hier nicht raus! Was zur Hölle? Schnell, Bob-Omb! Bob-Omb! Ja, ich bin tot. Ja, das ist aber lame.
Ey, komm, woher soll man das denn wissen? Und wenn man klein ist, was ja auch gar nicht anders möglich ist, weil es gibt ja hier keinen Pilz, hast du keine Chance rauszukommen. Obwohl, doch, da glaube ich, war, glaube ich, ein Power-Item, aber das habe ich jetzt versaut. Oh. Ey, was eine Schose. Das ist ultra fies. Selbst wenn du das rechtzeitig erkennst, du brauchst das Glück, dass in dem Moment ein Bob-Omb kommt, den du dann zudem noch perfekt hinlegen kannst, damit er explodiert und dich freilässt. Also ich glaube, da stirbt man zu über 50% an der Stelle. Ah, komm her, ey. Aber ich glaube, dass es auch ganz anders gemacht werden soll. Man soll gar nicht von unten nach oben kommen, sondern von oben nach unten. Aber komm. Nochmal mache ich das jetzt nicht. Ich akzeptiere, dass ich hier nur mit 48 Münzen rausgehe. Ohne das Scrolling hätte ich es nochmal probiert, aber... Nee, ein Feld dauert einfach zu lange. Komm, hier, nimm die 1000 Münzen und gut ist. Ja, gerne! Du machst mich pleite. Bitte belohne mich mit schöner Kunst. Was ist das denn für eine Scheiße? Das ist absolut grauenvoll. Ach was, in gewisser Weise ist Perfektion auch ein Fluch. Denn wie könnte man sich danach noch einmal selbst übertreffen? Ist das dein Ernst? Das ist Abfall! Oh. Ach ja, jemand sagte mir, dass man auch hier nochmal nachschauen sollte. Seht mal, Herr Yamamura. Gurr, gurr, so sieht man sich wieder. Gurr, gurr, ich hab doch einen Auftrag für dich, skurr, skurr. Auf zu besseren Gefilden. Ein Hardcore-Level. Gurr, gurr, skurr, skurr. Bei meinem morgendlichen Joggingflug fand ich mich plötzlich in einem Schwarm von Kanonenkugeln wieder. Sie fliegen wohl Richtung Süden, um dort zu überwintern. Könntest du sie vom Himmel holen? Skurr, skurr. Kanonenkugeln, die überwintern. Glaube ich weniger. Mario Sunshine Musik. Oh. Das macht alles gleich viel angenehmer. Oha. Okay, jetzt weiß ich, warum das ein Hardcore-Level ist. Holy shit. Aber mit dem großen Schuh ist es gar nicht mal so schwer, perfekt zu landen. Ah, Zehner, Zehner. N1. Und weiter geht's, ja. Das ist doch gar nicht so schwer. Das kriegen wir locker hin. Bin schon ziemlich schlecht geworden. Spaß. Aber das war jetzt wieder mal komplett unnötig. Gibt's doch gar nicht! Das ist so einfach, das Level. Ich schwöre euch. Jetzt Second Try. Second Try. Das wird keine Eskalation wie bei dem Eislaufen letztens. Ich habe mich von diesem bewegenden Hintergrund irritieren lassen. Weil das gibt dir so einen Speed vor. Obwohl ich in dem Moment gar keinen Speed hatte. Aber du denkst, du bist super schnell und kannst weit springen. So krass, wie sich die Wolken hier bewegen. Tja, falsch gedacht. Das ist echt richtig verwirrend. Ah, Mann! Okay, also. Lass sie kommen und jetzt go. Okay, wie krieg ich den Zehner? So. Komm, dafür habe ich jetzt den Zehner geholt. Ehre wiederhergestellt, okay, Leute? Ehre wiederhergestellt. Okay, jetzt wird's doch interessant und ich muss ein bisschen schneller sein. Ach komm, laber nicht. Wuhu! Cheater, Cheater. Ja, aber... Ey, schon wieder keinen First Try. Macht mich aggro. Wir kriegen das Yamamura-Strickhemd. Sieht furchtbar aus, meiner Meinung nach. Also es wäre jetzt nichts, das ich anziehen würde. Aber es passt natürlich zu Yamamura. Und das ist ein schöner Fanartikel. Alright. Ein paar Münzen fehlen leider. Wir können Toadette nicht bezahlen. Sie ist eine teure Künstlerin. Also spielen wir Bob-Oms und Münzen. Krankfried, hast du das Level gebaut?
Wer vertreibt heute meine unerträgliche Langeweile? Ich habe Münzen verteilt und wer 50 davon vom Himmel holen kann, hat bestanden. Halte Y gedrückt, um Bob Oms in die Hand zu nehmen. Dann halte L hoch und lass den Knopf los, um sie hochzuwerfen. Klingt schwierig, obwohl es nur 2 Sterne hat. Aber wir hatten sowas ähnliches mal mit einem Panzer und einem Schlangenblock oder was das war. Da gab's auch ein paar Fails. Okay, aber wir haben hier den Vorteil, dass wir uns sofort bewegen können, wie wir wollen. Und nicht irgendwie, genau. An das Scrolling oder etwas in der Art gebunden sind. Das mit den Bob-Oms finde ich eine richtig geniale Idee, by the way. Weil wenn die explodieren, fallen die anderen Münzen runter. Und das ist mal wieder so genial gemacht. Hätte richtig Bock auf so ein Level im Online-Modus. Das ist echt das Schöne. Nintendo beweist in diesem Story-Modus wieder die alte Kreativität, die man von Zeit zu Zeit ein bisschen vermisst hat. Die 50 Münzen sind allerdings kein Problem. Haben wir ja jetzt schon beisammen. Ne? Ja, ich versuche noch den 10er zu holen, aber ich weiß gar nicht, wie es gehen soll. Ich glaube, die Bombe muss, genau, ganz in der Nähe explodieren. Easy. Also 50 ist ja schon fast lächerlich. Im Ernst? Wir kriegen ja bald 100. Was ist denn da los? Ui, ein Kamek. Baller ihn runter! Perfekt. Alter, was ist denn hier los? Also, 50 Münzen ist überhaupt keine Herausforderung. Die Idee ist klasse, aber ist leider viel zu leicht. Was ist das denn hier? Ach so. Ah, okay. Um nach ganz oben zu kommen. Ja, stehe. Ah, schade. Versaut. Aber wir können uns ja einen neuen Bob-Omb holen. Oder können wir das? Können wir das? Bob-Omb? Ja gut, das ist vielleicht ein bisschen zu weit, oder? Das ist vielleicht ein bisschen zu weit. Ja, einen Versuch mache ich. Wenn es nichts wird, dann egal. Nee. Okay. Ja, okay, dann begnügen wir uns eben hiermit. Das passt auch. Alles ist gut. 93 Coins. Gute Leistung, behaupte ich mal. Und wir können sie bezahlen. Hey. Hallo! Ich möchte mich wieder kreativ austoben. Die Bezahlung? Alles klar. Naja. Tada! Nicht schlecht, oder? Oder? Weißt du was? Du könntest mich ruhig mal loben. Ich habe noch viele weitere Ideen. Aber ich brauche Geld. Ich brauche auch Geld. Aber ich liefere doch wenigstens ein bisschen was Besseres ab, oder Leute? Ja? Ja? Dann lass einen Daumen da. Nee, im Ernst, also. Was ist das denn? Du kannst doch für diesen Scheiß hier keine 6000 Münzen verlangen. Wo sind wir denn hier? Du spinnst ja komplett. Oh, ein sehr schwieriges Level. Ja, damit fangen wir dann das nächste Mal an. Aus Zeitgründen gibt's heute wieder den Sportlehrer. Oh nein! Noch mehr Liegestütze oder was? Eiszapfen, Spielplatz. Kinder lieben doch Eiszapfen, oder nicht? Deshalb habe ich besonders viele davon in meinen Level gesteckt. Es gab allerdings Beschwerden von Eltern, das wäre zu gefährlich. Könnte bitte jemand das Gegenteil beweisen und es ganz souverän ins Ziel schaffen? Als ob. Das wird diesmal anders laufen. Komm ich da rein? Oh. Vielleicht brauchen wir eine Feuerblume oder so. Ah nein, ein Megapilz. Yeah.
Kanto Mario. Ja gut. Das Level ist jetzt nicht wirklich mit dem anderen zu vergleichen, wo ich ein bisschen gefailt habe. Es ist anders. Einfacher vor allem. Aber sieht auch ganz in Ordnung aus. Muss mal gucken, dass ich meinen Megapilz nicht mehr so leicht verliere. Oh, man kriegt hier eh mehr als genug. Wieder weggeschleudert wird. Richtig nice. Laufen. Und jetzt hier rauf. Ja. Runterbauen. Und durch. Kein Problem. Ja, hier hätte man vielleicht nochmal stoppen sollen für die Bahnstange, aber braucht's jetzt nicht unbedingt. Na, dann bin ich mal gespannt, was Toadette in den nächsten Folgen so fabrizieren wird. Jetzt brauchen wir aber erstmal jede Menge Kohle. Und Likes. Wenn es gefallen hat, dann, wie gesagt, gerne einen dalassen. Bald geht es dann weiter mit Mario Maker 2 Story Mode.